gestiegen. Begrüßen möchten wir natürlich an dieser Stelle auch noch die beiden Schiedsrichter. Das sind Christian und Fabian. Für Willem Benge meldet sich an. Er zielt den ersten Treffer für die Heimmannschaft. Köster sofort mit der Antwort. Serie an Niederlagen noch einordnen, dass es gegen auch gegen große Gegner ging. Unter anderem gegen die MT Melsungen oder eben auch. Ich finde, er macht wenig Fehler. Er bringt viel Struktur ins Gummersbacher Spiel. Redmann wird in jedem Fall ein Thema. Aber auch sehr gut verteidigt von Frederik Lagevogel. Das macht er gut, Pegler. Wie vom BRC, die sehr defensiv ist, die dann keinen Foul schafft, ist dann an. Wird eine Menge gearbeitet da im Innenblock. Ja, schön aggressive Episode vom Bergischen AC. Skovre Barze. Arneson. Babak. Arneson entscheidet sich für den Abzug. Es geht wieder genau dahin, wo. Badevogel kriegt den Ball dann nicht verarbeitet von Eloy Morante Maldonado. Köster fliegt, Mbenge stellt sich dazwischen. Idee von Eloy Morante Maldonado, gar nicht verkehrt. Blome und Rodek wartet da schön lange, geht mit. Und kann seine erste Parade im zweiten Durchgang verzeichnen. Fratz Ivanesevic zieht gleich. Köster von 10 Metern schickt Peter Johannesson in die falsche Ecke. Sehr humorlos. Spaß, obwohl er doch sonst so ein lustiges Kerlchen ist, Julian Köster. Linus Arneson nimmt sich nochmal ein Herz. Ja, doch etwas spektakulärer Wechsel. Und du siehst jetzt beim BRC gehen auch die Köpfe runter. Also nach so einer Woche. Bleibt es dabei. Der Bergische AC. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.